Kämpfer, langgliedrig, recht ähnliche Körpertypen, lange Arme, lange Beine. Ungefähr gleich groß beide. Und los geht's mit der ersten Runde. Versuch von Ben Falla, den Kampf auf die Matte zu verlagern. Double Underhooks für ihn. Bringt er die Hüfte nah genug ran? Nein, Belmont nutzt seinen Druck, dreht ihn auf den Boden und kommt direkt in die Mount-Position. Mount-Position. Nach wenigen Sekunden in der ersten Runde für Bertrand Belmont. Ben Falla versucht hier rauszudrehen und schafft es sogar. Da wollte ich gerade sagen, er sitzt jetzt aber wirklich in einer unangenehmen Situation so früh im Kampf. Aber er schafft die Drehung direkt hinzubekommen. Allerdings hat sich das Blatt auch schon wieder gewendet. Und dieses Mal sitzt jetzt wieder Belmont in der Mount. Für Belmont ist jetzt wichtig, eine gute Position sich zu etablieren, eine gute Basis herzustellen, dass er nicht mehr so leicht gesweept wird, nicht mehr so leicht gedreht wird und kraftvolle Schläge da nach unten aufbringen kann. Er lässt sich sweepen, allerdings landet er direkt in der Triangel. Die Triangel ist allerdings noch nicht richtig zu. Er muss danach justieren, seinen Fuß in die Kniekehle schieben. Sonst wird er nicht richtig Druck aufbringen können und auch keinen Würger dadurch erzeugen. Ben Falla schafft sich da rauszuarbeiten, drückt sich frei nach oben und ist jetzt selbst wieder in der Oberlage. Dieses Mal aus der Nord-Süd-Position. Belmont versucht da über den Käfig sich zu befreien. Aber Ben Falla sichert bisher ganz gut, muss jetzt allerdings aufpassen. Ah, Head and Arm Choke Ansatz. Dreht sich hier durch, rollt sich dran, jetzt wird's eng. Lange Arme sind immer sehr gut für solche Head and Arm Chokes und da muss Belmont abklopfen. Ben Falla mit dem Head and Arm Choke. Nach einem sehr offenen Kampf. Hin und her, oben und unten, ständig gewechselt. Packt Sofyan Ben Falla eine schöne Submission aus. Sichert sich den Kopf und den Arm des Gegners. Rutscht durch, greift in den eigenen Bizeps. Macht dann einmal die Alligator-Rolle. Dadurch wird der ganze Joke noch mal viel enger. Und sichert sich so den Sieg in der ersten Runde.